Ciao zusammen, liebe Kinder. Ich bin Manuela Steiner vom Kasperli Theater Gwundernäsli und ich freue mich, euch heute wieder ein neues Abenteuer vom Kasperli und seinen Freunden zu präsentieren. Heute gibt es nämlich das Theaterstück, das heisst... Also, viel Spass! Macht's gut! Ciao zusammen. Da ist das Kasperli Theater Gwundernäsli. Augen auf! Und die Ohren gespitzt und viel Vergnügen. Oh, fangt schon an. Ein kleiner Moment. Oh, wo ist mein Täschli? Ah, oh, da ist es. Noch nicht anfangen. Oh, die Musik läuft ja auch schon. Oh, du, die fängt aber die Musik. Oh, so, da wäre ich. Also, jetzt wollen wir zusammen anfangen. Und dann singen wir doch gerade. Seid ihr parat? Ja! Gut, 1, 2, 3, 4. Tri, tra, tra, la, la, tri, tra, tra, la, la. Der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Tri, tra, tra, la, la, tri, tra, tra, la, la. Der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Noch einmal. Tri, tra, tra, la, la, tri, tra, tra, la, la. Der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Ui! Das hat jetzt aber gefackt, hä? Also, dann wären wir glaub parat. Dann könnten wir anfangen. Musik kann man langsam abstellen, merci. Wow, Patsch, Leckstängel und Zipfelkappe. Mega cool, dass ihr alle kommt, das Kasperli-Theater schauen. Ihr Kinder bei euch daheim. Und Nata Tüterli frage ich am Anfang nämlich das, was ich immer frage, liebe Kinder. Liebe Kinder, seid ihr alle da? Ich habe also gerade gar nichts gehört. Müsst ihr noch fast gerade ein bisschen lauter rufen. Dann hören ist es vielleicht gerade. Liebe Kinder, seid ihr alle da? Juhu! Ja, das ist wunderbar. Wenn nämlich ihr da seid, liebe Kinder, und ich, meine Wenigkeit, der Kasperli, darf ich vorstellen, dann sind wir nämlich gerade komplett. Dann können wir loslegen. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Vergnatsch bei der Geschichte, die heisst «Die gestohlene Gomfi». Wow, was passiert euch da, du Patsch, Leckstängel und Zipfelkappe? Da sind wir aber gespannt. Also, dann legen wir gerade los. Tschüss zusammen, Kinder, viel Vergnatsch, eher Vergnügen. Bye, bye, au revoir, tschüss. Im Frühtau zu Berge wird sein Faller an. Ratschi, ratschi, tschi, 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 tschi. Ratschi, tschi, 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 ritschi, tschi, 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 tschi. Juhu, Kinder! Habt ihr gesehen, mein Schulzki ist zwar in meiner Lieblingsfarbe, aber wisst ihr was? Den kann ich nämlich jetzt gerade abziehen. Ich habe heute einen freien Nachmittag. Juhu! Das fängt der freie Nachmittag. Was wollte ich machen? Vielleicht frage ich das Gröseli, ob der Timi darf zu mir spielen kann. Oder Zähreli. Oh, das wäre cool. Dürft ihr manchmal schon abmachen mit anderen Kindern und ein bisschen zusammen spielen? Ja, genau das fängt. Ultimativ. So, ich muss mal meine Schulzki abziehen. So, der Ladeli. Oh Mann, oh, habe ich ein Gnosch in meinem Zimmer. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, was soll ich da nur machen? Hilfe! Gröseli hat ein mega Gnosch. Hilfe! Grossi! Was ist los, Kasperli? Bub, bist du noch ganz? Hast du irgendein Problem? Bist du umgekehrt, Kasperli? Nein, liebes Gröseli, ich habe nur gerade gesehen, dass ich ein ultimatives Gnosch habe in meinem Zimmer. Also ehrlich, Kasperli, mir so einen Schreck einjagen. Du sollst doch nicht einfach Hilfe rufen, wenn gar nichts Schlimmes passiert ist. Also Kasperli, dann gang los, gang das Zimmer aufräumen. Oh, was hast du gesagt, liebes Gröseli? Schlimmer als staunen? Ich habe gesagt, aufräumen sollst, und zwar jetzt. Was jetzt tut noch dein Däumeli schwitzen? Liebes Gröseli. Also ehrlich, ich sage euch Kinder, manchmal ist es mit dem Kasperli einfach zum Verzweifeln. Jetzt gehe aufräumen, Kasperli. Ich bin nämlich dran am Omelettenteig machen. Es gibt heute Omelette zum Znacht. Dein Lieblingsessen. Wow, das ist wirklich mein Lieblingsessen. Wow, Gröseli gibt es wieder mit Äpperi-Gomfi von dir selber gemachten.
Oh, das ist eine gute Idee, Kasperli. Ich gehe gerade schauen, ob es noch ein Glas Aperigomfi im Keller hat. Also, und du gehst aber jetzt dahinter, gell? Ja, zur Stelle, Grösseli. Ich gehe gerade. Warte schnell, muss noch die King fragen. Also, liebe Kinder, wenn euer Mami oder euer Papi oben sagt, aufräumen, dann tut ihr schon folgen. Ah ja, super. Also, die King tut tipptopp folgen, Grösseli. Dann tue ich, der Kasperli, höchstpersönlich zur Stelle. Na, der Tüterli auch gleich folgen. Achtung, muss Anlauf holen. Ich gehe gerade. Achtung. Und fort ist er. Also, jetzt gehe ich schnell in den Keller schauen, von der Aperigomfi, ob es noch hat. Ich glaube, es sollte noch ein paar Gläschen haben. So, ich gehe gerade schnell schauen. Hilfe! Hilfe, Kasperli! Hilfe! Gröseli! Was ist los, Gröseli? Bist du ganz? Gröseli, du sollst doch nicht einfach Hilfe rufen, wenn gar nichts ist. Aber es ist etwas, Kasperli. Es darf nicht wahr sein. Alle Gomfi-Gläser sind weg aus dem Keller. Hast du echt die genommen? Was? Sicher nicht. Nach der Tüterli bin ich kein Gomfi-Dieb. Das würde ich also sicher nicht machen, Gröseli. Ich bin zwar manchmal schon ein bisschen Lustzapfen, aber also deine Gomfi würde ich sicher nicht stellen. Ja, das habe ich schon gedacht, Kasperli. Aber da ist jemand einfach in unseren Keller eingebrochen und hat unsere Gomfi-Gläser gestohlen. Oh, die ganze Arbeit für nichts. Ich habe so viel gearbeitet dafür. Oh, Kasperli, was machen wir nun? Ja, also lass mal, liebes Gröseli. Der Gomfi-Dieb, das ist eine Aufgabe für einen Kasperli. Dem lege ich dann schon das Handwerk. Weisst du, was ich mache, Gröseli? Ich baue nämlich gerade eine Falle und schwuppdiwupp geht der Gomfi-Dieb dort rein und wir wissen, wer das war. Also du hast immer gute Ideen, Kasperli. Also, oh, ich muss schnell hocken. Mir ist es ganz schlecht. Oh, boah, Schlechtstängel und Zipfelkappen, du. Jemand hat unsere Gomfi-Gläser gestohlen aus dem Keller. Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Kling, klang. Oh, es hat geläutet. Wartet schnell, Kinder. Ich gehe gerade schnell schauen. Ja, hallo Kasperli. Hallo, guten Tag. Hast du so laut Hilfe gerufen? Nein, Herr Polizist, aber das ist gerade super, dass ihr kommt. Das Gröseli hat so laut Hilfe gerufen. Weil wisst ihr was, Herr Polizist? Uns sind sämtliche Gomfi-Gläser gestohlen worden. Inklusive Äpperi-Gomfi, die ja meine Lieblings-Gomfi ist. Oh, Kasperli, darum hat das Grossi ja so laut Hilfe gerufen. Ja, genau. Jetzt ist sie gerade heute an Höckle in die Küche. Sie ist ja halb schlecht. Die ganze Arbeit für nichts. Ja, also los, Kasperli. Ja, da müssen wir da schauen wegen dem Gomfi-Dieb. Ich habe da schon ein paar Verdächtige so im Kopf. Ja, also ich habe gedacht, Herr Polizist Grossmu, ich würde eine Falle bauen, von aussen, vor dem Kellerfenster. Und wir würden noch den Tüterli wieder ein paar Gomfi-Gläser her tun. Und wenn das nächste Mal der Gomfi-Dieb kommt, dann schwubbidiwupp geht er gerade in die Falle runter. Ja, das ist eine Tipptopp-Idee, Kasperli. Also wirklich eine Tipptopp-Idee. Aber ich bin nur am Studieren, wer da könnte all die Gomfi gegessen und gestohlen haben. Also es gibt ja da Frau Malengo, die Afrikanerfrau, also es ist eine Flüchtlingsfrau. Also die weiss ich, die braucht immer Eperi-Gomfi für ihre Berliner. Also Berliner sind natürlich schon der Hammer. Aber also von gestohlenen Gomfi halte ich den gar nicht. Ja, aber Frau Malengo ist doch so eine Herzige und so eine Liebe. Ja, man weiss nie bei diesen Ausländern, das weiss man nie. Ja, also mir dünkt sie eine nette und vor allem mir ein kleiner Bub oder Jono. Den finde ich auch mega cool. Ja, und jetzt kommt mir da noch gerade sein Kasperli, der Kari. Ah, der Kari, der so komisch redet? Ja, der lispelt. Der kommt manchmal zu mir auf den Polizeiposten, kommt zu 9 essen. Und weisst du, was er immer dabei hat, Kasperli? Nein. Gomfi-Schnitten. Das könnte ja auch der Kari gewesen sein. Ja, ich weiss nicht so genau. Aber da kommt mir gerade Sinn, das Polizeiäffli, der Coco, der schleckt doch auch so gern Gomfi. Ja, also sicher nicht, Kasperli. Der Coco ist ein ausgezeichneter, hochtrainierter Polizeiaff. Also der würde so etwas sicher nicht machen. Ja, also wir können jetzt da nicht Leute verdächtigen, Herr Polizist. Ich stelle doch mal die Fallen auf und nachher schauen wir weiter. Also das ist gut, Kasperli. Machen wir so. Also, auf Wiedersehen.
Also, gell, du weisst, die bekommen eher am Abend, wenn es feister ist. Dann könntest du vielleicht die Fallen aufstellen. Also, ich brauche natürlich dann meinen Polizistenschlaf. Aber wenn wirklich etwas ist und die bei Fallen ist, dann kannst du mir natürlich Hurti rufen. Ich habe ein gutes Gehör. Ja, wir haben es gemerkt, der Polizist. Also, auf Wiedersehen, hat mich gefroren, gefreut. Ja, auf Wiedersehen, Kinder, auf Wiedersehen, Kasperli. Hoi, hoi, hoi. Hui, ich hoffe, das kommt gut, du, aber Patsch, Leckstern und Zipfelkappen, wer bricht da einfach in den Keller rein und stillt alle Gomfigläser? Bling, blong. Oh, ich gehe gerade schnell schauen. Oh, hallo, Kasperli. Ah, bist du daheim? Ist das Cosi auch da? Ja, ja, kommt nur rein, Frau Malenko. Kommt nur rein. Oh, hallo, du herziger Johnöler. Ja, hallo Kasperli, ich wollte fragen, Kasperli, ob der Jono ein bisschen darf bei dir bleiben. Ich muss nämlich Deutschunterricht nehmen. Oh ja, wartet schnell. Grösseli, gell, der Jono darf ein bisschen zu mir kommen spielen. Oh ja, das ist aber lieb, Kasperli. Er kommt immer so gern zu dir. Ja, gell, mein lieber Bübeli. Ja, ja, geht nur Deutschunterricht nehmen. Der könnt aber schon fein ein bisschen gut Deutsch, Frau Malenko. Oh, das ist lieb. Danke für das Kompliment, liebe Kasperli. Mir macht, was man kann. Also, dann mach's gut, liebe Jono. Mama. Ja, ja, die Mama kommt dann wieder. Komm, Janeller, wir gehen jetzt spielen. Also, danke schön, liebe Kasperli. Also, ich muss jetzt gehen. Oh, das ist so eine liebe Familie. Ich muss jetzt gehen. Bling, blong. Ich gehe dann gerade Kasperli schauen. Oh, wer ist echt das? Also, ich sage euch, Kinder, mir ist es wirklich halber schlecht. Wegen dieser Äpperi-Gomfi und schon um die Vorstellung, dass jemand einfach eingebrochen ist bei uns. Also nein, ich kann jetzt nicht mit euch reden, ich muss heute schauen. Hallo? Hallo, wer ist da? Grüß dich, Frau Bütikofer, grüß dich. Hallo, Kari, komm doch nur rein. Ja, ich wollte gerade fragen, ich würde gerade gerne mein 9 Brot essen und beim Polizeiposten war gerade niemand rum. Manchmal gehe ich in meine Gomfisnitteli beim Polizeiposten, beim Polizist Grossmu essen, aber der ist jetzt gar nicht dort. Jetzt wollte ich fragen, liebes Grossi, hat sich schnell Zeit für einen Kaffee? Ja klar, Kari, komm nur rein. Ich mache gerade frischen Kaffee und dann kannst du dein Gomfisnitteli da bei mir essen. Ai, ai, ai. Also, jetzt muss ich dir mal erzählen, Kari, was bei uns passiert ist. Das geht auf keine Kuhhaut. So, Patsch, Leckstängel und Zipfelkappe. Jetzt muss ich hurtig schauen, ob da die Falle nur ein grosses Loch hat. Habt ihr gesehen? Hier, sie ist gerade ein bisschen gross, vielleicht. Ich habe heute schon den ganzen Namen dran gebastelt. Oh, 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 oh. Hoffentlich kommt das gut. Und hoffentlich geht der Konfidieb mehr auf den Leim. Gröseli, Gröseli, bist du parat? Ja, ich muss nicht parat sein, Kasperli. Ich hoffe einfach, das kommt gut. Ja, ja, Gröseli. Ich gehe jetzt raus wach schieben und dann werden wir den Konfiglas-Dieb schon finden. Schon wieder ein neues Abenteuer. Ich freue mich richtig drauf. Oh, da kommt der Polizist. Grüß dich, Herr Polizist. Ja, hallo Kasperli, ich muss da mal die Fälle inspizieren. Tipptoppi Bütz, Kasperli, tipptoppi Bütz, das hast du sehr gut gemacht. Also, ich haue mich jetzt aufs Ohr und du gehst dich verstecken. Und dann sind wir ja gespannt, wie da in die Falle reingeht. Ja, ja, das Gröseli hat noch neue Gomfigläser aufgefüllt im Keller. Es kommt gut, Herr Polizist. Es kommt gut. Also, danke schön. Tipptopp machst du das. Also, gute Nacht, Kinder. Oder, also ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. Ja, grüß dich. Adieu. Auf Wiedersehen, Herr Polizist. Sehr gut, tipptopp, wunderbar. Also, Kinder, das machen wir. Ich gehe mich jetzt verstecken. Oh. Wer kommt denn da? Hier hinten zu Hause, mich verstecken. Oh, also das Grossi ist eine so eine liebe Frau.
so eine liebe Frau. Ich gehe jetzt also am Kossi grad ein Gumpfiglas bringen. Oh, so. Sehr gut. Ich habe jetzt gerade schon ein neues Bett gebracht und jetzt tue ich da am Kossi gerade ein Gumpfiglas herstellen. Sie ist so lieb und der Kasperli auch. So, jetzt muss ich aber wieder heim schauen. Oh, so liebe Leute. Äußerst liebe Leute. So, jetzt kann ich wieder heim. Oh, ouch! Oh, Frau Malengo! Frau Malengo ist in die Falle! Herr Polizist! Hilfe! Wir haben schon einen Dieb! Herr Polizist, kommt! Ja, oh, jetzt wollte ich gerade einschlafen, Kasperli. Und jetzt störst du mich schon. Ja, schau, Herr Polizist, Frau Malengo ist erfallen. Ich habe dir es doch gesagt, Kasperli. Die ist mir äußerst suspekt. Äußerst suspekt. Was willst du, Speck? Nein, das ist nur Frau Malengo. Kommt, Kinder, die müsst uns helfen. Wir müssen sie rausholen. Achtung, Herr Polizist, wir müssen da ein bisschen tief runter. Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck! Oh, ich bin gerade runtergefallen. So, dann haben wir euch. Aber Herr Polizist, ich glaube nicht, dass das Frau Malengo war. No, c'était pas moi. Kommt jetzt. So, auf den Polizeiposten, ab mit ihnen. Wir machen gerade ein Kreuzverhör. Nein, aber Herr Polizist, Frau Malengo war es doch sicher nicht. Oh, Schlägstängel und Zipfelkappen. Oh, haben wir auch jetzt den Fallstieb? Also, ich gehe mich wieder verstecken. Ich glaube, da finden wir den richtigen Dieb schon noch. So. Also jetzt, das liebe Grossi hat mich zum Kaffee eingeladen. Und jetzt habe ich am Grossi gerade ein paar frische Kaffeebohnen. Oh, da hat ja jemand so Gumpfi hergetan. Und frische Kaffeebohnen für das Grossi, weil es immer so ein sammbares Liebes ist. So, dann kann ich jetzt wieder gehen. Oh, schon wieder jemand in die Falle gegangen. Herr Polizist, Hilfe! Kommt, es ist schon wieder jemand in die Falle. Ja, also ich war da noch nicht fertig mit der Frau Malengo. Kommt, Herr Polizist! Oh, wer ist denn da unten? Ich glaube, es war der Kari. Kommt, Kinder, dir müsst mir noch mal helfen. Hau ruck! Also, Kari, das enttäuscht mich also. Nein, aber Herr Polizist, ich wollte nur einen grossen Papalapap. Halt dein Mund, Kari. Du kommst jetzt gerade mit mir auf den Polizeiposten. Ab mit dir. Aber Herr Polizist, ich glaube doch nicht, dass das der Kari war. Oh, Kinder, habt ihr es besser gesehen? Also, ich glaube nicht, dass der Kari der Gumpfi-Dieb ist. Wartet schnell, ich gehe mich noch mal verstecken. Also, das kann er ja nicht sein. Oh, ich gehe schauen. Hat es sich wieder frische Gumpfi gegeben im Grossi? Oh, ich gehe gerade schauen. Oh, da hat es sogar ein Gumpfi-Glas. Wow, das Grossi macht mir alles gerade parat. Oh. Gumpfi habe ich darum ganz besonders gern. So, ui, das ist ja wunderbar. Dann kann ich jetzt gerade heimgehen. Oh, Hilfe! Herr Polizist! Der Gumpfi-Dieb ist erfallen! Herr Polizist! Oh, Kasperli, ich bin doch da noch gar nicht fertig mit diesen zwei Kerlen. Kommt, Herr Polizist, der ist, glaube ich, gerade in die Falle gegangen. Oh, wer haben wir denn da? Ich sehe da eine Polizistenkappe. Kinder, ihr müsst uns noch mal helfen. Kommt, wir machen Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck! Ja, schau mal, wer haben wir denn da mit dem Gumpfi-Glas auf frischer Tat ertappt? Gogo, unsere Räuber, ich meine Polizisten-Äffli, bist du ein bisschen spazieren?
Oder hast du auch die Konfiglasstelle vom Gröseli? Ja, habt ihr gesehen, Herr Polizist? Ich habe euch doch gesagt, es könnte der Gogo sein. Ich weiss nämlich, dass der mega gerne Gumpfi schleckt. Aber Gogo, du bist doch unser Polizeiaffli. Ja, und einen langen Finger noch dazu. Hier habt ihr den richtigen Dieb, Herr Polizist. Und Frau Malengo und der Kari könnt ihr wieder freilassen. Ist abgemacht. Ja, also das enttäuscht mich jetzt also gerade ein bisschen. Und da die Gumpfi, die gehört, glaub uns. Aber du hast ein Geständnis gemacht, Frau Malengo und der Kari kommt frei und du kommst gerade für ein paar Tage ins Käfi, liebes Affli. Also nein, du bist eben nicht so ein Liebes. Also ab mit dir. Oh, danke, Polizist. Ja, danke dir, Kasperli, tipptoppi Bütz. Oh, 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 Kinder, zum Glück haben wir jetzt den richtigen Konfidieb gefunden. Das muss ich jetzt aber gerade dem Grossi erzählen. Und wisst ihr was? Nachher rufen wir Frau Malengo und dem Kari und nachher gibt es gerade ein mega cooles Fest da bei uns, beim Kasperli-Theater. Gröseli, Gröseli muss hören. Wir haben endlich den Dieb gefangen. Warte schnell, Gröseli, wir machen das noch gerade ein bisschen schön mit Ballon. Oh, Kasperli, da bin ich ja so froh. Also komm, Gröseli, jetzt gibt es ein Fest. Also, kommt alle zusammen, jetzt gibt es ein Fest. Wir haben den Konfidieb und alles ist gut gekommen. So, kommt! Jetzt feiern wir ein mega lässiges Fest. Kommt, Leute, ihr seid heute gerade meine Gäste. Wir können juchzen, wir sind ja so froh, dass alles jetzt so gut ist gekommen. Tanzen, lachen und fröhlich sein. Wir können festen ohne Wir haben ein mega lässiges Fest. Kommen die Leute, ihr seid heute gerade meine Gäste. Wir können juchzen, wir sind ja so froh, dass alles jetzt so gut ist gekommen. Tanzen, lachen und fröhlich sein. Wir können fest ohne Wein. Komm, schwing dein Tanzbein. Achtung, jetzt wird es immer ein bisschen schneller. Komm, mir wird Sturm, Kasperli. Kommt! Und jetzt sind gerade alle eingeladen beim Gröseli. Es gibt Omelette mit Äpfeligonfi und Sirup für mich. Und einen Kaffee für die anderen. Oh, oh, jetzt kommt schon wieder die Musik. Und ich bin schon wieder nicht parat. Also, noch schnell mein Käppchen anlegen. So, noch ein bisschen meine Frisur machen. So, das wäre jetzt. Also, und jetzt, wenn die Musik halt noch einmal kommt, dann heisst es eben schon leider, ist das Kasperli-Theater schon vorbei. Es hat gefällt mit euch. Es war cool. Also, und jetzt singen wir doch noch mal, so wie am Anfang. Es geht fast gleich, nur ein bisschen anders. Achtung, eins, zwei, drei und drei, tra, tra, la, la, drei, tra, tra, la, la. Wir ist nicht so ein Döpfel, muss für jetzt ist Schuss und Schluss. Drei, tra, tra, la, la, drei, tra, tra, la, la. Schnitz und Döpfel muss für jetzt ist Schuss und Schluss. Die Bus tri tra tra la la, tri tra tra la la. Wäre Schnitz und Döpfel muss für jetzt ist Schuss und Schluss. Die Bus. Also, war cool gsi. Merci für's Kommen. Tschüss zusammen. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Danke viel tausend Mal, seid ihr reinschauen. Und es gibt sicher gleich wieder mal eine nächste Geschichte. Tschüss zusammen, liebe Kinder. Bye bye. Au revoir. Macht's gut.